Und damit ein herzliches Willkommen zu dem ersten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Donjon, ich spiele alle möglichen Games von irgendwelchen lustigen MOBA-Games, wie ihr es gerade hier sehen könnt. Oh mein, Atomic War im Song, es ist so gut. Bis zu Real-Life-Kram, das heißt, dieser Kanal dreht sich eigentlich um alles mögliche an Games, um meine Longboards, wie ich meine Wandhalterung für mein Board aufbaue, alle möglichen random Shit aus meinem Leben, Dinge, die mir Spaß machen, über die ich lachen kann, die, weiß ich nicht, die ich irgendwie das Gefühl habe, mit euch teilen zu wollen. Und das ist eben nicht nur Mobile Games, nicht nur Clash Royale, wobei das tatsächlich hätte passieren würde. Ich meine, so kotzen, ey. Ach, ja, man hört es im Hintergrund im Video. Ja, es ist so eine miese Aktion, die ich da abgezogen habe. Naja, völlig egal. Und solche Sachen will ich einfach mit euch teilen. Und das sind nicht nur Mobile Games, es sind auch schöne Blümchen, die gut riechen. Außerdem ein bisschen wieder mein Longboard. Oh mein Gott, ich bin ständig mit meinem Longboard am Filmen. Ich habe mir einfach so ein paar Sachen genommen, habe die zusammengeworfen, einen Kanal geworfen. Ja, ich werde auch solche Dinge spielen, weil ich das halt auch einfach in meiner Freizeit mache und relativ, wenn ich die Zeit dazu habe, einfach mal eine Runde Battlefield 4, Battlefield 3 und vor allem Battlefield 1 kommt bald raus. Das wird richtig lecker, das wird richtig lecker. Bisschen Sniper-Actions. Ich weiß nicht, ich spiele super gerne Assault. Ich fliege unglaublich gerne, obwohl ich richtig kacke drin bin. Wirklich richtig kacke drin bin. Und, ja, das sind so Dinge, die ich mit am liebsten tue, wenn ich zocke. Snipen und treffen und guckt euch den an, guckt euch den an! Batz! Ja, wurde ich mitgenommen. Naja, und außerdem weiterhin möchte ich diese Geschichten machen. Ich habe es vor, dieses Jahr wieder in Snowboard-Urlaub zu fahren. Und dann möchte ich ein bisschen höher springen als so einen lächerlichen 20-Zentimeter-Sprung. Und das sind so Dinge, die ich einfach ganz gerne mit euch teilen will. Und ich freue mich gerade riesig, dass du dir dieses Video anschaust, weil das bedeutet, dass Leute auf jeden Fall Bock haben, mir weiterhin zu folgen. Und wenn du hier schon zuschaust, dann kann ich auch mal ein bisschen prahlen, weil... Guck dir die an! Easy peasy lemon squeezy! Weiterhin Real-Life-Kram, es mixt sich alles wunderschön. Auf der ClashCon durfte ich letztes Jahr sein. Ich hoffe sehr, 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 dass es dieses Jahr wieder eine gibt. Bisher habe ich noch nichts davon gehört. Und wenn die stattfindet, dann will ich da auf jeden Fall hingehen. VR könnte ich mir auch vorstellen. Alles Mögliche anzocken, alles Mögliche probieren. Wie gut man VR dann auf YouTube bringt, das ist die andere Frage. Aber da gibt es die ein oder anderen Sachen, die ich schon gelesen habe darüber. Auch sehr spannend. Ein bisschen Enttäuschung, muss ich sagen, dieses Jahr war tatsächlich dieses Spiel. Ich habe es trotzdem immer noch gespielt. Battlefront spiele ich auch immer noch so ein bisschen. Weiß nicht, ob ich das auch hochladen werde. Aber es ist definitiv ein Genre, was mich auch interessiert. Ihr seht schon, First-Person-Shooter und so Geschichten wie Far Cry, Uncharted, Assassin's Creed, irgendwelche Games mit geilem Story-Modus. Bei Uncharted ist leider so ein bisschen das Problem, gibt es nur auf PlayStation. Aber hätte ich derbe Bock zu zocken. Richtig geile Story-Modus. Und falls das Kanal-Trailer jetzt schon ein bisschen länger läuft und ihr einen guten Story-Modus für ein geiles Game gefunden habt, PC, Mobile, egal was, schreibt es mir in die Kommentare. Hier war ich schon wieder am Fliegen unterwegs nach Hollywood Richtung den Live-Championships in Nordamerika, in Hollywood. War auch wunderschön. Und damit hat sich das eigentlich schon. Also wenn du Bock hast, mir zu folgen, nicht irgendeinem Video, sondern irgendwie Bock auf Donjon hast, Bock mir zu folgen, klick auf jeden Fall abonnieren und mich gibt's auch auf Twitter und auf Instagram. Ja, und das war's eigentlich auch schon an der Stelle. Vielen Dank, dass du den Trailer reingezogen hast. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß auf meinem Kanal.